1 an. Da haben wir das Essbereich und den Westbalkon. Dann haben wir links die schöne große Einbauküche mit Herd, mit Ceranfeld, mit Geschirrspüler, mit Spüle, mit Oberschränken, mit Abzugshaube. Also alles, was das Herz begehrt, ist hier vorhanden. Und der Waschmaschinenanschluss ist ja in der großen Duschbad. Da haben wir hier gleich den Westbalkon Richtung Parkplatz und Garten. Schneit gerade wieder mal, deswegen gehen wir mal nicht auf den Balkon. Aber schneit schon seit einer Stunde, also scheint sich ja auch nicht zu ändern mehr. Und wenn wir vom Balkon zurückkommen, haben wir hier rechts schön die Einbauküche wieder. Dann links daneben oder davor das große Bereich zum Essen. Die Wohnung ist auch ein bisschen anders geschnitten. Hier ist das Schlafzimmer etwas kleiner und das Wohnzimmer dafür etwas größer. Wie gesagt, hier der Essbereich und Küchenbereich, alles schön offen gehalten, sehr schön hell. Dafür ein riesiger Wohnbereich, traumhaft schön, super hell. Man hätte lieber auf ein paar Wände verzichtet, um die Wohnung noch heller zu machen, noch freundlicher. Hier natürlich auch gespachtelte Wände, neue Fenster, neue Türen, neue Elektrik. Wohnung mit Laminat ausgestattet. Das ist ein sehr ordentlicher Bauherr. Baut jetzt lieber auf Qualität. Das werden Sie gleich im Duschbad sehen. Blick fensterseitig vom Wohnzimmer aus ins Wohnzimmer, ins Esszimmer, zum Westbalkon. Schneeschippen. Nochmal ein Blick fensterseitig Richtung Esszimmer, Wohnzimmer, Esszimmer und Balkon. Mittendrin sieht man den Kühlschrank noch und Kühlgarnitur. Jetzt geht es zurück durch die kurze Diele- und Garderobenbereich in das etwas kleinere Schlafzimmer. Aber darauf wird, dass draußen nur Schneewände sind, es ist sehr schön hell, die Wohnung. Das ausreichend große Schlafzimmer, das ist schon wild.
natürlich Vorhänge, WC, Handwaschbecken, darüber Ablage. Hier links haben wir den großen Handtuchheizkörper, geradezu Anschluss Waschmaschinen, Abfluss, alles ordentlich gemacht, sodass genügend Platz im Bad ist, um sich noch wohl zu fühlen. Der Vorteil in dem Bad ist auch, das Bad geht westseitig Richtung Parkplatz. Man hat also dann kein Haus gegenüber. Man kann sich frei im Bad bewegen, ohne dass ein Nachbar einen auf den Keks geht. Oh, Blick jetzt hier auf den Nassbereich. War fast ebenerdige Dusche, weil man wie gesagt Vorhänge, WC, Handwaschbecken mit Ablage und Spiegel oben drüber. Dazu kommen natürlich die Warmwasserrohre und Kaltwasserrohre, weil wir haben alles zentral. Tolle, schöne Zwei-Zimmer-Wohnung.